Hallöchen Leute, hier ist euer Russell770. Willkommen zu den Kanal-News. Und zwar haben wir heute zwei eingebrachte News. Und die wollte ich euch jetzt mal vortragen. Zum Beispiel ist ja jetzt wieder Umzugstage irgendwie, so habe ich so das Gefühl. Und zwar hat Xaron oder LP Xaron geschrieben, sein Kanalumzug ist jetzt fertig. Das Video können wir auch ganz kurz mal anhauen. Ja, der Kanalwechsel ist dann jetzt mehr oder weniger vollzogen. Das Design auf meinem Kanal sieht noch ein wenig nach Beta aus. Sieht nicht nur so aus, ist es auch. Ja, die Videos sind hier jetzt gelöscht, die ich in der letzten Zeit hochgeladen habe, also sprich jetzt vor ein, zwei Wochen, ich weiß gar nicht wie lange. Die sind auch schon auf dem neuen Kanal hochgeladen und da geht es dann fröhlich weiter. Und ich hoffe doch, dass ihr mit umziehen werdet. Das war's eigentlich auch schon. Das war's. Ja, wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann auf dem anderen Kanal. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, also sein Umzug ist jetzt komplett vollzogen. Ihr seht hier, die ganzen Videos sind verschwunden und sind jetzt alle hier zu finden. Auch ein sehr cooles Kanaldesign, wie ich finde. Gefällt mir echt gut. Und hier findet ihr dann wieder alles, ne? Also, der Umzug von LP Xaron ist fertig. Es ist jetzt alles hier zu finden. Das nochmal. Und ein neuer ist auch nochmal. Was heißt neuer? Und zwar, ein Kanal ist nochmal wieder im Umziehen. Und zwar, erstmal cooles Kanaldesign. Der gute DTH. Oder DTH99 ist auch umgezogen und steht hier auch nochmal. Ein neuer Kanal ist hier auch am Start. Können wir auch mal kurz reinhören. Ach, hallo Leute. Ja, jetzt mal nur so ein ganz kurzes Infovideo. Und zwar seht ihr hier, ich bin mit einem anderen Kanal eingeloggt. Und ja, das ist halt ein neuer Kanal, den habe ich gestern gemacht. SickMonkeyTV nennt sich der. Und ja, also da wollte ich nämlich jetzt meine neuen Videos hochladen. Denn irgendwie fand ich den alten Namen irgendwie scheiße, DTH199, kann man sich nicht so gut merken, finde ich. Und ja, irgendwie, da war ja eigentlich nur so ein Name für, da habe ich halt noch keine Videos gemacht. Deswegen nehme ich halt jetzt den und ja, auf dem alten werden dann halt nur noch die Tutorials, also die richtigen Tutorials halt, irgendwie, wie macht man Kanaldesign und bla und GIMP-Tutorials, werden da bleiben und die Vlogs, also da kommen nur noch solche Videos. Und hier auf dem neuen kommen dann halt ganz normale Videos, also Real-Life-Videos, so mit Kamera und so. Also, ja. Also auch er ist am Umziehen und ist dann jetzt hier zu finden. Erstmal cooles neues Design, gefällt mir mit diesen Flammen. Ist echt klasse, also gefällt mir. Also, ne, er ist auch am Umziehen, irgendwie sind sie alle am Umziehen irgendwie. Vielleicht sollten wir auch nochmal umziehen. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu dem, der uns auch noch eine News geschickt hat. DTH hat uns keine geschickt, aber wollte ich euch auch nochmal mit reinbringen. Und zwar von Tals Deluxe. Er hat ein neues Kanaldesign. Sieht auch echt klasse aus. Und er hat Let's Plays beendet. Und zwar Pokémon Blau, das Together-Teil und Limbo, so wie ich das jetzt hier rauslese. Und er lädt jetzt wohl auch alles in 720p HD-Qualität hoch. Also, ne, er hat zwei Projekte beendet. Limbo und Pokémon Blau Death Together Teil. Und ja, das Design sieht cool aus. Ja, und er hat auch noch geschrieben, könnte er demnächst auch wieder in die Tonne kloppen, weil ihr wisst ja, am 7.3. ist das neue Kanaldesign dann halt Pflicht für alle. Aber so lange wie möglich noch auf dem alten bleiben. Vielleicht ändert sich ja, aber ich denke ich mal nicht, dass sich da noch was ändern wird. Ne, also, hier vorbeischauen. Neues Kanaldesign hat er sich gemacht. Sieht echt klasse aus. Ein bisschen strukturierter wie das alte, wie ich finde. Und hat zwei Projekte beendet. Limbo und das Pokémon Blau. Und seit wir ihn vorgestellt haben, hat er gesagt, hat er schon erkannt, er macht jetzt alles in 720p HD-Qualität.
Ja, das waren eigentlich so die News. Ich gebe euch nochmal einen kurzen Rundown. Und zwar, der Umzug von LP Xaron zu dem Kanal ist vollendet. Ja, also da könnt ihr jetzt alles finden. Schön, dass es doch so schnell eigentlich geklappt hat. DTH ist am Umziehen. Hier gibt es zwar auch noch so Videos, aber dann, wenn nur noch so Tutorials wie GIMP-Tutorial oder ne, Kanaldesigns, findet ihr hier. Und die Real-Life-Videos findet ihr ab sofort dann hier bei Sick Money TV. Cooler Avatar übrigens. Und cooles Design. Wie gesagt, ne, schlicht, aber cool. Und Tals Deluxe hat 2 Projekte beendet. Limbo und Pokémon Blau. Das Together-Projekt und lädt ab sofort alles in 720p HD-Qualität hoch. Ja, habt ihr auch noch News? Dann schickt uns die doch einfach. Ihr seht, es kommt dran, kann ein bisschen immer dauern, weil wir wollen halt so sammeln. So mindestens 3 sollten immer schon mit drin sein. Je mehr natürlich, desto besser. Dann können wir nochmal so kurz auf unseren Kanal gehen. Der wird sich dann ja auch bald verändern mit dem neuen Kanaldesign. Es ist schon fast fertig, also, aber es soll ja wenn dann cool aussehen, ne? Weil der Yubi hat ja dieses Kanaldesign gemacht und ich versuche das natürlich, ja, auch so cool hinzubekommen. Hab auch schon ein Template dafür fertig gehabt, dafür. Und ihr seht, am 7. März ist es soweit, dann führt kein Weg mehr dran vorbei. Dann haben wir noch ein paar News für euch. Da gehen wir jetzt mal auf unsere Startseite. Und zwar hat der Joe Cognito vom Videoabend ein neues Programm ins Leben gerufen. Und zwar auf Facebook YouTube Pro. Da kann man Fragen stellen, Tipps und Tricks geben für Kanalbetrieb. Euch Fragen und Antworten abholen, so ungefähr, wenn ihr eine Frage habt. Einfach bei Facebook reinschreiben und dann wird dort versucht, euch zu helfen. Dann natürlich nicht vergessen, am 25.02. sind wieder deutschlandweit Demos gegen ACTA am Start in allen größeren Städten in Deutschland, so wie Hannover, Braunschweig, Köln, Dortmund und so weiter und so weiter. Genauen Datum oder wo bei euch in der Nähe was stattfindet, das findet ihr bei Facebook. Gebt ihr einfach mal ein. Oder ich suche mal einen Link raus und packe den mit unten in die Videobeschreibung. Also tut wirklich was dagegen. Macht mit bei dieser Demo. Letztes Mal war schon cool in Hannover, war ich ja. Und ich werde auch dieses Mal wieder hinfahren nach Hannover. Ich glaube 1500 waren in Hannover letztes Mal. Ja, dann habe ich noch irgendwas, eigentlich nicht, außer natürlich KST Beats, mal vorbeischauen, hat coole neue Sachen am Start, genauso auch Noki Beats, hat cooles neues Musikerlebnis auf seinem Kanal hochgeladen, hört ihr jetzt auch hier gerade so ein bisschen im Hintergrund. Ja, das waren eigentlich so die kurzen eingeschobenen Kanal-News. Wie gesagt, ich hoffe, dass mein Kollege jetzt das hinbekommen hat, dass er sich wieder da einloggen kann. Und dass das dann hier bald zu zweit weitergeht. Ja, also ich hoffe, das war wieder mal informativ für euch. Und ihr wisst jetzt wieder so ein bisschen mehr Bescheid. Wie gesagt, Joe Cognito vom Videoabend hat eine neue Rubrik bei Facebook gestartet. Und zwar das mit den YouTube Pro. Da könnt ihr dann wirklich Fragen stellen, bekommt Antworten, könnt natürlich euch selber bewerben, wenn ihr meint, ihr könnt da auch Leuten helfen, ihren Kanalbetrieb besser hinzubekommen. Dann fragt einfach mal bei Joe nach, aber auf der Facebook-Page, nicht auf seinem Kanal, wenn dann auf dem Facebook-Kanal. Seite, Facebook-Seite. So. Ja, und nicht vergessen, am 25., also kommenden Samstag, ist es wieder soweit, der zweite Demo-Tag, so ungefähr. Ich werde dann nochmal versuchen, einen Link rauszufinden, wo ihr wirklich eure
Adresse oder euren Wohnort eingeben könnt und dann wird euch gezeigt, was am nächsten dran ist. Ich versuche da mal was zu finden. Wenn nicht, dann schaut einfach mal bei Facebook rein, gebt da ein Demo am 25.02. und dann werden euch die Städte schon aufgelistet. Ja, wenn ihr wieder News habt für uns, dann immer her damit. Wir sammeln wieder fleißig. Ich mache dann wieder ein Infovideo oder hau ein Bulletin kurz raus, wann die nächsten News anstehen. Ich denke mal, ja, wir machen so 14 Tage Rhythmus, denke ich mal. Also, dann schauen wir mal auf den Kalender. Das wäre dann der 11.3. kommen dann die nächsten. Würde ich jetzt mal ganz krass sagen. Ja, 11.3. Ja, bis dahin, ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen verschmerzen, dass die Videos momentan so unregelmäßig kommen. Es liegt wirklich daran, weil ich selber viel zu tun habe noch und dass mein Kollege immer noch, ich weiß nicht, ob er immer noch Probleme hat, auf den Kanal zu kommen. Ich hoffe nicht, dass sich das endlich mal geregelt hat. Ja, und ich hoffe bei Xaron, dass alle mitmachen und umziehen werden. Ich könnte mal ganz kurz schauen, wie viele Abonnenten er hier auf den alten noch drauf hat. 112. Und da hat er 53. Leute, wenn ihr ihn gucken wollt, weiter gucken wollt, dann macht den Umzug mit. Das ist immer die Gefahr, dass die Leute dann nicht mit rüberkommen. Aber ist ja, ne? Ja, das ist eigentlich immer so der Nachteil. Ganz einfach da deabonnieren und den neuen Kanal abonnieren. Fertig. Ja, DTH hat wie gesagt auch einen Umzug oder betreibt ja zwei Kanäle, je nachdem. Weil auf diesem Kanal kommen nur noch Tutorials, wie gesagt, auf den anderen kommen dann die Real-Life-Videos. Und Tals Deluxe hat zwei Projekte beendet, Limbo und Pokémon Blau, und lädt ab sofort alles in 720p hoch. Und wirklich ein schickes neues Kanaldesign. Na, das Problem ist, wenn das neue ist, dann kannst du wieder anfangen. Na, oder es geht ja auch, wenn du das alles so ein bisschen zur Seite ziehst. Weil ich denke mal, das neue Kanaldesign geht dann bis hier so grob geschätzt, geht das. Ein bisschen rüberziehen oder so. Ne? Würde ich jedenfalls mal versuchen, das mal dann alles so. Ne? Und auch die Schrift dann hier so ein bisschen rüberziehen, weil das geht dann wirklich bis hier, das neue Design. Ja, ich denke, bis hier geht das, glaube ich, so. Ne? Dann sieht man hier, ist das halt so ein bisschen abgehackt. Da vielleicht dann das einfach ein bisschen rüberziehen. Vielleicht hast du dann Glück und brauchst kein neues Design machen. Ja. Also, ja, ich bin hier jetzt raus. Mehr gibt es leider nicht zu erzählen, weil ja, es haben wieder zwei nur News geschickt. Und zwar der Tals Deluxe und der LP Xaron. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind dann wieder mehr am Start. Sollte ich einen vergessen haben, dass er sagt, ich habe auch geschrieben, dann tut es mir wirklich leid. Dann kommt der natürlich, ja. Dann tut es mir halt wirklich leid. Aber ich habe wirklich durchgeforstet. Vielleicht ist mir einer ja, abhanden gekommen, aber ich hoffe es nicht. Wenn ja, dann flame mich zu. Es tut mir dann leid. Ja, das war's eigentlich mit den Kanal-News von Hype77.0. Ich danke allen, die die News eingeschickt haben. Und ich hoffe, beim nächsten Mal sind wieder mehrere am Start. Ach ja, wer es noch nicht mitbekommen hat, wir haben Stoppt Acta natürlich am 25. Und Frieda lebt ist unsere neue Kanalvorstellung und Bewertung. Schaut da auch mal vorbei. Also, habt noch einen schönen Tag, Sonnenaufgang und Untergang, je nachdem, wann ihr euch das Video halt anschaut. Also, bis dann, Imanski, euer Russell77.0 für Hype77.0. Ciao, ciao!